Kapitel 3 – Definieren der Datenbankstruktur. Sie verwenden diesen Kurs, um Ihre eigene Datenbankanwendung für Filmempfehlungen Schritt für Schritt aufzubauen und dabei etwas über SQL zu lernen. In Kapitel 1 haben wir eine Beispiel-Datenbankanwendung skizziert. In Kapitel 2 haben Sie die Softwarekomponenten installiert. Und jetzt werden wir die Struktur der Datenbank definieren. Auch hier ist es am besten, wenn Sie alle Anweisungen befolgen, da sie in den weiteren Anleitungen einfließen werden. In diesem Kapitel werden Sie lernen, die Struktur einer Datenquelle zu analysieren, Entitäten, Attribute und Beziehungen zu identifizieren, ein Datenmodell zu entwerfen, eine Tabelle auf einem Datenbankserver mit SQL zu erstellen, Beziehungen zwischen Tabellen zu implementieren und eine Tabellenstruktur zu normalisieren. Wenn Sie eine Datenbankanwendung implementieren, die auf vorhandenen Daten aufbaut, lohnt es sich immer, zuerst die Datenquellen zu betrachten, damit wir wissen, wie wir unsere Datenbank planen müssen. Auf der Grundlage der Struktur der Quelldaten können wir eine Datenbankstruktur entwerfen, in welche wir die Daten für die spätere Analyse hineinladen. Analysieren Sie die vorhandenen Daten. Wie wir in Kapitel 1 gesehen haben, basiert unsere Filmempfehlungs-App auf zwei Arten von Daten: Filmdetails und Bewertungen von Filmen. Ich habe bereits einen Datensatz von TMDB vorbereitet, der alle für unsere Anwendung relevanten Daten enthält, so dass Sie die Daten nicht selbst scrapen müssen. In den folgenden Videos werden wir diese Dateien herunterladen, anzeigen und analysieren, aber wir werden die Daten noch nicht verwenden. Download der Dateien. Laden Sie das ZIP-Archiv Movies and Ratings ZIP von zenodo.org/record/7665868 herunter. Die Datei ist über 200 MB groß. Entpacken Sie anschließend das Archiv. Es enthält zwei Dateien mit zeichengetrennten Werten, CSV, Movies-CSV und Ratings-CSV. Schauen wir uns das einmal genauer an. Betrachten wir Movies.csv in einem Texteditor. Ein Texteditor ist einfach ein Programm, mit dem Sie Code anzeigen und bearbeiten können. Wenn Sie einen Lieblingstexteditor haben, verwenden Sie diesen. Wenn nicht, verwenden Sie einfach Notepad unter Windows oder Textedit unter macOS. Sie sollten nun den Inhalt der Datei sehen, wie hier gezeigt. Die erste Zeile enthält die Spaltenüberschriften. Die anderen Zeilen enthalten Datenfelder, die durch Tabulatoren getrennt sind. Für jeden Film enthalten die Daten eine Identifikationsnummer, abgekürzt ID, im Feld Movie ID, einen Filmtitel, ein Erscheinungsdatum, ein Budget, eine Liste der Genres und eine Liste der gesprochenen Sprachen. Jedes Feld hat einen zugehörigen Datentyp. Die Felder
Movie-ID und Budget sind Ganzzahlen. Das Feld Titel ist ein Textfeld. Die Felder Genre und Spoken Languages sind vom Typ JSON. Dies ist ein beliebtes Format zur Strukturierung von Text. Wir werden später in diesem Kapitel und in Kapitel 4 sehen, wie man mit JSON-Daten umgeht. Die zweite Datei Ratings.csv ist relativ groß, aber mit 850 MB können Sie sich noch in einem Texteditor öffnen. Dateien, die größer als der Arbeitsspeicher sind, führen jedoch zum Absturz der Anwendungen. Das kann schon bei einer Datei von wenigen Gigabyte der Fall sein. Daher werden wir als Übung für größere Datensätze die ersten Zeilen der Datei Ratings.csv in einem Tool anzeigen, das auch für Datensätze skaliert, die größer sind als der Arbeitsspeicher bewältigen kann. Wir werden PowerShell unter Windows und C-Shell unter Mac verwenden. Beachten Sie jedoch, dass PowerShell für Mac- und Linux-Betriebssysteme zum Herunterladen zur Verfügung steht, wenn Sie es ausprobieren möchten. Schauen wir uns Ratings.csv in der PowerShell an. Die Windows PowerShell ist wie das Befehlszeilentool, das wir in Kapitel 2 verwendet haben, aber mit ein paar zusätzlichen Funktionen. Zum einen bietet es eine Reihe skalierbarer Funktionen, mit denen große Dateien gelesen, aber auch verarbeitet und verändert werden können. Lassen Sie uns einige unserer Daten verarbeiten und anzeigen. Als erstes öffnen wir PowerShell. Dann geben wir in PowerShell den folgenden Befehl ein. Get content, file path, pipe, select minus first 15. Ersetzen Sie den Dateipfad durch den vollständigen Pfadnamen der Datei Ratings.csv. Dieser Befehl zeigt den Inhalt der angegebenen Datei an, aber mit Select minus first 15 beschränken wir die Anzeige auf die ersten 15 Zeilen der Datei. Tipp: In PowerShell wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Achten Sie also auf die richtige Schreibweise. Zweiter Tipp: Sie können den vollständigen Pfad mit der Maus ziehen und ablegen, indem Sie das Symbol der Datei aus dem Explorer in die Befehlszeile ziehen. Drücken Sie anschließend die Eingabetaste. PowerShell sollte nun die ersten 15 Zeilen der Datei Ratings.csv anzeigen. In dieser Datei sehen wir eine Benutzer-ID, eine Film-ID, eine numerische Bewertung auf einer Skala von 1 bis 5 und einen Zeitstempel pro Bewertung. Alle Felder sind ganze Zahlen, die in Anführungszeichen gesetzt sind und durch ein Komma getrennt werden. In der ersten Tabellenzeile steht beispielsweise, dass TMDB-Benutzer mit Identifikationsnummer 58365 den Film mit ID 31 mit 3 von 5 Sternen bewertet hat. Das CSV-Format, das heißt zeichengetrennte Werte auf Englisch Character Separated Values, kann in den Feldtrennzeichen variieren und die Werte können in Anführungszeichen gesetzt werden oder auch nicht. Diese Formatierung der CSV-Datei muss beim Laden der Daten konfiguriert werden, wie wir in Kapitel 4 noch sehen werden. Der Zeitpunkt der Auswertung wird hier als Computerzeitstempel in Form einer Ganzzahl gespeichert. In Kapitel 4 werden wir sehen,
wie man diese Zahl in ein lesbares Datum umwandelt. PowerShell ist eine leistungsstarke Software und sicherlich einen Versuch wert. Wenn Sie einen Mac oder Linux verwenden, empfehle ich Ihnen, sie herunterzuladen und das obige Beispiel zu reproduzieren. Alternativ können Sie auch die native C-Shell auf dem Mac verwenden, die wir uns in diesem Beispiel jetzt im folgenden Beispiel anschauen. Nun werden wir uns Ratings CSV in der C-Shell auf dem Mac ansehen. Mac und Linux bieten ihre eigenen leistungsstarken Shells. Auf dem Mac wird die C-Shell standardmäßig ausgeführt, wenn Sie die Terminal-App öffnen. Hier werden wir uns den Anfang der Datei Ratings.csv in der C-Shell ansehen. Drücken Sie die Befehlstaste zusammen mit der Leertaste und geben Sie den Befehl Terminal ein. Drücken Sie die Eingabetaste. Geben Sie in der Befehlszeile den folgenden Befehl ein. head-n 15 Anführungszeichen Dateipfad. Nun ersetzen wir Dateipfad durch den vollständigen Pfadnamen der Datei. Beachten Sie, dass die Anführungszeichen um den Pfadnamen einschließen müssen, wenn der Pfadname Leerzeichen enthält. Der Befehl head zeigt einfach die ersten n Zeilen einer Datei an. Tipp: Auch hier können Sie den vollständigen Pfad mit der Maus hineinziehen und ablegen, indem Sie das Symbol der Datei aus dem Finder in die C-Shell ziehen. Drücken Sie dann die Eingabetaste. Die C-Shell sollte nun die ersten 15 Zeilen der Datei Ratings.csv, wie hier gezeigt, darstellen. Erstellen eines Datenmodells. Wir haben nun die Dateien, die wir in die Datenbank laden wollen, analysiert. Wir wissen, wie die Daten strukturiert sind und welche Felder sie enthalten. Auf dieser Grundlage können wir nun ein Datenmodell entwerfen. Was ist der Zweck eines Datenmodells? Ein Datenmodell bietet einen Rahmen für die Organisation von Daten in einer Weise, die leicht zu verstehen, zu analysieren und zu bearbeiten ist. Es ist eine visuelle Darstellung der Datenstruktur und ihrer Beziehungen, die es den Benutzern ermöglicht, die benötigten Daten zu visualisieren. Datenmodelle werden auch verwendet, um potenzielle Probleme mit der Datenstruktur frühzeitig zu erkennen und bessere Lösungen zu entwickeln. Außerdem können Datenmodelle bei der Datenanalyse helfen, um die Datenbasis besser zu verstehen. Es gibt viele Arten der Datenmodellierung. Eine, die für uns geeignet ist, ist die Entity-Relationship-Technik, auch genannt Entitäten-Beziehungsmodell. Nach dieser Technik können Daten in drei Kategorien unterteilt werden: Entitäten, Beziehungen und Attribute. Entitäten sind Dinge, die eindeutig identifiziert werden können. Das kann so ziemlich alles sein, wie zum Beispiel eine Person oder ein Buch. Beziehungen sind besondere Arten von Entitäten, die eine Verbindung zwischen Dingen darstellen. Zum Beispiel, eine Person schreibt ein Buch. In diesem Fall ist das Schreiben die Beziehung. Attribute sind Beschreibungen von Entitäten. Ein Beispiel, ein Buch trägt den Titel Alice im Wunderland oder es wurde von Lewis Carroll geschrieben.
Der Titel und die Angaben zum Autor sind Attribute des Buches. Wenn die Attribute auf andere Entitäten verweisen, stellen sie auch Beziehungen her. Das Attribut Autor eines Buches verweist beispielsweise auf eine Person und legt damit eine entsprechende Beziehung fest. Wir werden den Inhalt von Movies CSV und Ratings CSV anhand dieser drei Kategorien und modellieren. Datenmodell für unser Filmempfehlungssystem. Wir werden den Inhalt von Movies CSV und Ratings CSV anhand dieser drei Kategorien wie folgt modellieren. Filme und Bewertungen sind Entitäten. Jede Bewertung hat eine Beziehung zu einem Film. Die Film-ID-Nummer wird verwendet, um eine Beziehung zwischen mehreren Bewertungen und dem Film herzustellen, auf den sie sich beziehen. Filmnummer, Titel, Erscheinungsdatum, Budget, Genre und gesprochene Sprachen sind Attribute von Filmen. Benutzer-ID, Film-ID, Zeitstempel und die tatsächliche Bewertung auf einer Skala von 1 bis 5 sind die Attribute der Bewertungen. Jeder Datensatz zeigt an, dass ein Benutzer einen Film zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet hat. Entitäten und Beziehungen sowie Attribute können grafisch dargestellt werden, wie hier dargestellt. Jede Entität wird ihre eigene Tabelle erhalten in unserer Datenbank und die Attribute werden die Spalten dieser Tabellen. Für die Visualisierung eines Datenmodells gibt es verschiedene Ansätze. Ich tendiere zur Verständlichkeit und empfehle daher die Verwendung von Rechtecken für Entitäten, für die Auflistung von Attributen in diesen Rechtecken und die Verwendung von Pfeilen für Beziehungen als eindeutige Referenzen. Jen hat 1976 in seinem Artikel geschrieben, dass es nicht immer klar ist, wie man unterscheiden kann, welche Datenobjekte als Entitäten, Beziehungen oder Eigenschaften kategorisiert werden sollen. Manchmal sind sogar alle drei Möglichkeiten richtig. Zum Beispiel ist eine Ehe etwas Identifizierbares, also eine Entität. Zugleich ist sie aber auch eine Beziehung zwischen Personen. Außerdem stellt sie eine Eigenschaft einer Person dar. Bei Unklarheiten kann der Verantwortliche für die Datenbankstruktur frei entscheiden. Erstellen des Datenbankschemas. Wir können die Entity-Relationship-Methode verwenden, um eine Datenbankstruktur zu entwerfen. Wir implementieren die Entitäten und Attribute in Tabellen mit einer Spalte pro Eigenschaft. Eine Tabelle ist eine vertraute Art, Daten in Zeilen und Spalten darzustellen, wie wir sie in vielen Anwendungen wie zum Beispiel Excel sehen. SQL verwendet Tabellen, um Daten zu strukturieren. Zu Beginn unseres Projekts werden wir auf dem Datenbankserver mit SQL leere Tabellen erstellen, welche Spalten mit kompatiblen Datentypen enthalten. Dies ist die Datenstruktur. Im nächsten Kapitel werden wir diese Tabellen mit den eigentlichen Daten füllen. Dies wird der Ladeprozess genannt. Was ist eine SQL-Anweisung? Structured Query Language, abgekürzt SQL, ist eine Computersprache zur Steuerung von Datenbankservern. SQL wurde ursprünglich in den 1970er Jahren als die Sprache SQL von IBM Research entwickelt. Diese Sprache wurde 1979 unter dem Namen SQL in der Datenbanksoftware Oracle auf den Markt gebracht. Heute ist SQL ein internationaler Standard nach ISO. Die Sprache wird in den meisten Datenbanksystemen als Sprachschnittstelle angeboten. Eine SQL-Anweisung beschreibt,
das gewünschte Ergebnis, das der Client erwartet. Der Server führt die Anweisung aus und gibt eine Rückmeldung, ob die Anweisung erfolgreich ausgeführt werden konnte. Select-Anweisungen geben zudem Datentabellen als Resultat zurück. Das heißt, SQL ist keine prozedurale Sprache, sondern eine deskriptive oder beschreibende Sprache. Im Folgenden werden wir SQL verwenden, um die Datenstrukturen zu beschreiben, die wir im Datenbankserver anlegen wollen. Erstellen wir nun ein Tabellenschema für Movies CSV. Um Tabellen für unsere Daten zu erstellen, öffnen wir MySQL Workbench und stellen eine Verbindung zum Datenbankserver her, so wie in Kapitel 2 beschrieben. Sobald die Verbindung hergestellt ist, führen wir die folgenden Schritte aus. Erstellen Sie eine neue Datenbank, indem Sie die folgende SQL-Anweisung im Anfragefenster ausführen. Create Database Recommend DB. Vergessen Sie nicht das Semikolon. Es trennt die Abfrage von allen nachfolgenden Abfragen, die Sie eingeben. SQL unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung, außer wenn Sie Variablen in doppelten Anführungszeichen setzen. Es ist gute Praxis, SQL-Befehle in Großbuchstaben zu schreiben. Nun drücken Sie die Schaltfläche Ausführen, die mit dem Blitz und der Eingabeaufforderung. Dieser Befehl erstellt einfach eine neue Datenbank namens RecommendDB. Das Einzige, was passiert, ist eine Aktionsausgabe am unteren Rand des Fensters, die Ihnen mit dem grünen Licht anzeigt, dass der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, wie Sie hier sehen. Prüfen wir nun, ob die Datenbank jetzt existiert. Klicken Sie im linken Bereich des Navigators auf die Registerkarte Schemas. Wie Sie sehen, öffnet sich der Bereich mit dem Titel Schemas in Großbuchstaben. Klicken Sie neben der Bezeichnung Schemas auf die Schaltfläche Aktualisieren, die Schaltfläche mit den beiden Pfeilen. Die Ansicht sollte nun aktualisiert werden und Sie sollten Ihre neue Datenbank namens RecommendDB im Navigator sehen. Nachdem wir nun eine neue Datenbank erstellt haben, können wir eine leere Tabelle erstellen, in der wir die Filmdateien speichern können. Wir müssen in der Datenbank sein, um Tabellen dafür zu erstellen. Also wechseln Sie zur Datenbank, indem Sie die folgende Anweisung im Abfragefenster ausführen. Use RecommendDB. Erstellen Sie nun die Tabelle für Filme, indem Sie diesen Code in der MySQL Workbench ausführen. Create Table Movies, Klammer auf. Movie ID, Integer, Primary Key, Title, Text, Release Date, Budget, Integer, Genre, JSON, Spoken Languages, JSON, Klammer zu, Semikolon. Ich werde den hier verwendeten Code gleich erläutern. Drücken Sie die Schaltfläche Ausführen. Im Ausgabefenster sehen Sie, dass wir die neue Tabelle Movies erstellt haben. Drücken Sie nun erneut die Schaltfläche Aktualisieren im Navigator. Öffnen Sie den Ordner Tables, indem Sie auf das Dreieck links daneben klicken. Nun sehen Sie die neu erstellte Tabelle Movies. Erweitern Sie den Ordner Movies und dann den Ordner Columns, indem Sie auf das Dreieck auf der linken Seite klicken. Nun sollten Sie unsere Spaltenüberschriften sehen. Sie haben jetzt die Tabelle Filme oder Movies auf dem Datenbankserver erstellt. Schauen wir uns nun an, wie wir das mit Hilfe von SQL-Anweisungen gemacht haben. Wie funktioniert die Create Table-Anweisung?
In diesem Code haben wir die SQL-Anweisung createTable verwendet, um eine Tabelle auf dem Datenbankserver zu erstellen. Die Anweisung erwartet, dass wir die Spalten und Datentypen der Tabelle angeben. Mit diesem Code wird eine Tabelle erstellt, in die wir Daten aus der Datei movies.csv laden können. Wir haben daher die Spaltennamen, hier mit den Spaltenüberschriften, wie wir sie in der Datei gesehen haben, abgeglichen, sodass jede Datenspalte einen Platz hat, wo sie hingehört. Die Tabelle Movies enthält also die Spalten Movie-ID, Title, Release-Date, Budget, Genre und Spoken Languages. Wir geben die Anweisung ein und geben dann einen Tabellennamen an, in diesem Fall Movies. Wir setzen die Spalten der Tabelle in Klammern und geben sie dann als Komma getrennte Liste von Spaltennamen mit Datentypen und gegebenenfalls anderen Schlüsselwörtern an. Alle Schlüsselwörter müssen durch mindestens ein Leerzeichen getrennt werden. Die Spaltennamen werden zu den Überschriften der Tabelle. Diese Überschriften dürfen keine Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten. Datentypen werden verwendet, um das Format der Daten für jede Spalte festzulegen und um die Datenqualität zu verbessern. Spalten vom Typ Integer speichern ganze Zahlen, zum Beispiel 5. Spalten vom Typ Text speichern Zeichenketten in Anführungszeichen. Spalten vom Typ Date speichern Datumsangaben in einem vordefinierten, computerlesbaren Format. Der Datentyp JSON ist ein Format für die Abbildung strukturierter Objekte unter Verwendung der JavaScript Object Notation. Web APIs liefern beispielsweise häufig Daten in diesem Format. In unserem Fall verwenden wir es für Genre und Spoken Languages, da es für einen Film mehrere Genres und mehrere Sprachen geben kann. Wie üblich teilen wir MySQL mit einem Semikolon mit, dass die Anweisung beendet ist. Die erste Spalte Movie-ID hat die Zusatzangabe Primary Key. Das bedeutet, dass die Nummer für jede Zeile eindeutig ist und wir werden sie verwenden, um einen Film in der Tabelle eindeutig zu identifizieren. Wir können diesen Primärschlüssel später verwenden, um Beziehungen zwischen Tabellen herzustellen. Was ist ein Primärschlüssel? Ein Primärschlüssel ist ein eindeutiger Bezeichner für einen Datensatz in einer Datenbanktabelle. Er wird verwendet, um einen bestimmten Datensatz in einer Tabelle zu identifizieren und darauf zuzugreifen und kann aus einem oder mehreren Feldern bestehen. Primärschlüssel müssen eindeutige Werte enthalten und dürfen keine Nullwerte enthalten. Primärschlüssel werden verwendet, um die Datenintegrität zu gewährleisten und um zu verhindern, dass doppelte Datensätze in die Datenbank eingegeben werden. Die Festlegung eines Primärschlüssels im Datenbankschema hat drei Konsequenzen. Erstens ist die Einzigartigkeit jeder Film-ID in der gesamten Spalte Movie-ID der Tabelle Movies auf dem Datenbankserver dokumentiert. Zweitens wird der Primärschlüssel indiziert. Das bedeutet, dass die Zugriffsgeschwindigkeit für Suchvorgänge über diese Spalte, über die Spalte Movie-ID in der Tabelle Movies, beschleunigt wird. In Kapitel 6 werden wir noch mehr darüber erfahren. Und drittens prüft der Datenbankserver von nun an, dass jede Film-ID, welche wir in die Spalte Movie-ID einfügen, eindeutig ist. Warum braucht ein SQL-Datenbanksystem ein Schema? Ein Datenbankschema in SQL definiert unter anderem, welche Tabellen wir
in der Datenbank haben, welche Spalten diese Tabellen haben und welche Datentypen sie aufweisen. Das Schema hilft dabei, die Daten sinnvoll zu strukturieren und zu überprüfen. Darüber hinaus gibt das Schema an, welche Spalten als Schlüssel verwendet werden, mit denen wir die Datensätze in dieser Tabelle eindeutig finden können. Und auch, wie die Schlüssel für Beziehungen zwischen Tabellen verwendet werden. Erstellen wir nun Beziehungen zwischen Tabellen. Jetzt werden wir das Schema für die zweite Tabelle mit dem Namen Ratings festlegen und definieren, wie diese Tabelle mit der Tabelle Movies verbunden ist. Als erstes erstellen wir eine Tabelle für Bewertungen in Bezug auf Filme. Erstellen Sie die Tabelle Ratings auf dem Datenbankserver. Dazu führen Sie diese SQL-Anweisung aus. Zur Ausführung drücken wir erneut den Ausführungsbutton. Nun aktualisieren Sie die Ansicht im Navigator entsprechend. Sie werden das Ergebnis in der Workbench sehen. Die mit diesem Code erstellte Tabelle entspricht der Struktur der Datei Ratings.csv, wie wir sie gesehen haben. Die Tabelle hat vier Spalten: User-ID, Movie-ID, Rating und Timestamp. Wie hier in den ersten vier Zeilen nach der Klammer dargestellt. Nach dem Zeitstempel definieren wir mit Primary Key, Movie-ID, User-ID, den Primärschlüssel, den wir zur eindeutigen Identifizierung einer bestimmten Bewertung verwenden werden. In diesem Fall besteht der Schlüssel aus zwei Spalten, sodass eine Bewertung eindeutig durch die Kombination aus der Benutzer-ID und der Film-ID identifiziert wird. Dadurch wird sichergestellt, dass es genau eine Bewertung pro Benutzer und Film gibt. Wie lassen sich nun Beziehungen zwischen Tabellen abbilden? Die Beziehung zwischen den Tabellen werden durch eindeutige Referenzen dargestellt. Eine Referenz ist eine eindeutige Zuordnung zwischen Tabellen. In unserem Beispiel verweisen mehrere Bewertungen auf genau einen Film, aber nicht umgekehrt. In unserem Code gilt die Tatsache, dass eine bestimmte Movie-ID in der Tabelle Ratings genau einen Datensatz mit demselben Wert in der Tabelle Movies finden lässt als Referenz. Technisch gesehen handelt es sich dabei um einen Fremdschlüssel oder Englisch Foreign Key. Daher sind die letzten beiden Zeilen in diesem Code interessant. Diese Zeilen definieren eine Beziehung zwischen den beiden Tabellen Ratings und Movies. Mit der Constraint-Anweisung geben wir den Namen des Constraints Movie-ID underline FK an, der später zur Aktualisierung oder Löschung verwendet werden kann. Mit dem Schlüsselwort Foreign Key legen wir fest, dass die Movie-ID in der Tabelle Ratings auf die Movie-ID in der Tabelle Movies verweisen muss. Was ist ein Fremdschlüssel? Ein Fremdschlüssel ist ein Feld oder eine Feldkombination in einer Datenbanktabelle, um eine Verbindung zwischen zwei Tabellen herzustellen und zu erhalten. Er fungiert als Querverweis zwischen Tabellen, da er auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle verweist und so eine Beziehung zwischen ihnen herstellt. Wenn ein Fremdschlüssel Constraint, englisch Foreign Key Constraint, wie oben hier gezeigt, formal im Datenbankschema festgelegt ist, dann stellt der Datenbankserver sicher, dass die Werte im Fremdschlüsselfeld einer Tabelle mit den Werten im Primärschlüsselfeld einer anderen Tabelle
übereinstimmen müssen. Dies trägt dazu bei, die Integrität der Daten zu wahren und sicherzustellen, dass die Daten korrekt referenziert werden. Die Definition eines Fremdschlüssels im Datenbankschema hat drei Konsequenzen. Erstens ist die Beziehung zwischen Ratings und Movies nun auf dem Datenbankserver dokumentiert, wie hier dargestellt. Zweitens ist die Spalte Movie-ID zusammen mit der Spalte User-ID nun indexiert, was die Zugriffsgeschwindigkeit auf entsprechende Datensätze in der Tabelle Movies erhöht. Drittens, da wir wollen, dass jede Movie-ID von Ratings auf eine Movie-ID von Movies verweist, stellt der Datenbankserver nun die korrekte Referenzierung sicher, indem er die sogenannte referenzielle Integrität überprüft. Praktisch gesehen wird der Datenbankserver sich weigern, Daten in die Tabelle Ratings zu laden, wenn diese nicht auf eine bestehende Movie-ID in der Tabelle Movies verweisen. Normalisierung des Datenbankschemas. Wie speichern wir mehrwertige Beziehungen? Vorher haben wir gesehen, wie eindeutige Beziehungen direkt als Referenzen abgebildet werden können. Diese Zuordnung ist immer dann möglich, wenn die Beziehung auf einer Seite eindeutig ist. Zum Beispiel, wenn sich jede Bewertung in unseren Daten auf genau einen Film bezieht. Bei den Genres ist die Beziehung zu den Filmen in beide Richtungen mehrdeutig. Ein Film kann mehrere Genres aufweisen und ein Genre kann vielen Filmen zugeordnet werden. In der Datei movies.csv haben wir diese mehreren Genres abgebildet, indem wir die Genre pro Film als Liste gespeichert haben, sodass die Genre für einen bestimmten Film als eine einzige Eigenschaft erscheinen. Wie hier in der Datei movies.csv zu sehen ist, hat der erste Film mit ID 1, Toy Story, eine Liste mit drei Genres, die im Feld Genre eingetragen sind. Animation, Comedy und Family. Wie wir sehen, hat jeder Film eine durch Komma getrennte Liste von Genre-Einträgen, die die Genre-Identifikationsnummer ID und den Namen enthält. Die Liste ist in dem bereits erwähnten JSON-Format gespeichert. Dieses Format ist in der Webentwicklung für den Datenaustausch weit verbreitet, da es effizient zu navigieren, aber auch einigermaßen lesbar ist. Das JSON-Format kann zur Speicherung komplexer Objekte und mehrdeutiger, mehrwertiger Beziehungen verwendet werden, wie zum Beispiel unsere Genre-Daten. Diese Art der sogenannten nicht normalisierten Datenspeicherung mit komplexen Objekten, wie zum Beispiel mit JSON, ist heute weit verbreitet und wird als Dokumentmodell bezeichnet. Dieses Modell hat den Vorteil, dass sich alle relevanten Informationen zu einem Thema an einem Ort befinden, was zu einem schnelleren Zugriff führt. Dieses Dokumentmodell kann jedoch auch Nachteile haben, zum Beispiel in Bezug auf sich wiederholende Datenwerte und Daten, die sich häufig ändern. Die Genrenamen in unseren Filmdaten werden redundant tausende Male in unseren Daten wiederholt, was das Datenvolumen unnötig erhöht. Wenn unsere Genredaten regelmäßig aktualisiert würden und wir ein Genre umbenennen oder löschen wollten, müssten wir alle Listen anpassen, in denen dieses Genre vorkommt. Manchmal ist es also besser, die Daten in Tabellen aufzuteilen, die wir
miteinander verknüpfen, anstatt sie alles an einem Ort zu speichern. Nach der Theorie von Codd, des Erfinders der relationalen Datenbankstruktur, wird eine Tabelle als normalisiert bezeichnet, wenn alle Datenwerte in den Tabellenzellen einfach sind. Praktisch bedeutet dies, dass wir genau einen Datenwert pro Tabellenzelle haben, was die spätere Datenverarbeitung und Abfrage in vielen Fällen erheblich erleichtert. Wenn wir in unserem Beispiel eine separate Tabelle für Genre-Entitäten erstellen, in der jedes Genre nur einmal vorkommt, müssen wir nur auf die Genre-ID verweisen, ohne den Genre-Namen zu wiederholen. Außerdem können wir die Genre-Daten nur an einer Stelle aktualisieren und alles, was diese Daten verwendet, verweist auf die geänderten Daten. Da die Normalisierung die Suche nach Daten vereinfachen kann, wollen wir uns nun ansehen, wie wir dies erreichen können. Wie können wir also mehrwertige Beziehungen normalisieren? Glücklicherweise ist es einfach, Beziehungen zu normalisieren, die auf mindestens einer Seite eindeutig sind, wie wir gesehen haben. Wir verweisen einfach auf die Tabelle, welche in der Beziehung eindeutig ist, indem wir einen Fremdschlüssel verwenden. Dies haben wir im vorherigen SQL-Code gezeigt, wo die eindeutige Movie-ID einer Bewertung auf den zugehörigen Film verweist. Wie kann man jedoch eine mehrwertige Beziehung normalisieren? Das heißt, mehrere Beziehungen so speichern, dass jede Tabellenzelle genau einen Wert enthält. Wie wir vorher gesehen haben, könnte dies nützlich sein, um Redundanzen in den Daten zu verringern. Zum Beispiel werden die Namen der Genre immer wiederholt, obwohl sie einfach über die ID referenziert werden könnten. Der Trick ist folgender. Laut Chen, dem Erfinder des Entity Relationship Modells, liegt es im Auge des Betrachters, ob ein Objekt eine Beziehung oder eine Entität ist. Da wir in SQL nur eindeutige Referenzen mit Fremdschlüsseln in normalisierten Tabellen dokumentieren können, müssen wir mehrdeutige Beziehungen als Entitäten modellieren. Diese werden Beziehungsentitäten genannt. Die Abbildung hier zeigt ein normalisiertes Datenmodell für unsere Filmempfehlungsdatenbank. Es enthält die neue Beziehungsentität Movie has Genre oder Film hat Genre, die über eindeutige Referenzen auf genau einen Film und auf genau eine Bewertung verweist. Die Entität Film hat Genre wird nur eindeutige Referenzen enthalten. Die mehrdeutige Beziehung zwischen Film und Genre wurde daher als eine Entität mit zwei eindeutigen Referenzen modelliert. Wir wollen also im Grunde die relevanten Daten aus den JSON-basierten Genre-Listen in den Filmdaten nehmen und eine separate Entität für jede Beziehung zwischen Filmen und Genre sowie eine separate Entität für jedes Genre erstellen, sodass wir sie als eine einzige eindeutige Referenz verwenden können. Zum Beispiel gehört Film Nummer 1, Toy Story, zum Genre 16, Animation. Dieses Paar 1-16 ist eine eindeutige Beziehungsentität vom Typ Movie has Genre. Da jeder Film eine eindeutige ID hat, wird es keine andere Entität mit dem Paar 1-16 geben, selbst wenn andere Filme auf das Genre 16 verweisen. Wir können dieses Paar als eine Zeile in einer zweispaltigen Tabelle speichern, wobei die Spalten Film-ID und Genre-ID sind. Die beiden Werte 1 und 16 bilden nun eindeutige Fremdschlüssel, die auf die Tabellen Filme und Genre verweisen. Die beiden Werte sind zwei separate Fremdschlüssel. Der erste, Film-ID 1, verweist auf die Tabelle Filme und der zweite, Genre-ID 16, verweist auf die Tabelle Genre.
Wir werden nun eine Film-Short-Tabelle in SQL als Teil unserer Film-Empfehlungsanwendung erstellen. Diese Tabelle wird später verwendet, also stellen Sie sicher, dass Sie jeden Schritt in Ihrem eigenen Datenbanksystem nachvollziehen können. Jetzt implementieren wir die Entitäten und Beziehungen als SQL-Tabellen auf unserem Datenbankserver. Da Fremdschlüssel voraussetzen, dass die referenzierte Tabelle existiert, müssen wir zunächst die Tabelle Genre erstellen, damit wir sie später referenzieren können. Daher führen wir dieses SQL-Statement hier aus. Der Code erstellt eine zweispaltige Tabelle zum Speichern von Genre, wobei die Genre-ID eine ganze Zahl und der Primärschlüssel ist und der Genre-Namen im Textfeld Name steht. Als nächstes erstellen wir die Beziehungstabelle zwischen Film und Genre. Mit dieser SQL-Anweisung hier. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sollten Sie das Ergebnis in der MySQL Workbench sehen. Movie as Genre ist eine Tabelle mit zwei Spalten, Movie-ID und Genre-ID. Beide Spalten sind Ganzzahlen. In der vierten Zeile geben wir an, dass die Kombination der beiden Spalten den Primärschlüssel bildet. Das bedeutet, dass in dieser Tabelle die Kombination von Film und Genre eindeutig sein muss. Es darf keine Duplikate geben. Die fünfte Zeile sagt MySQL, dass die Spalte Movie-ID ein Verweis auf die Tabelle Movies ist. Und die sechste Zeile besagt, dass die Spalte Genre-ID ein Verweis auf die Tabelle Genre ist. Diese Fremdschlüsselbedingungen stellen sicher, dass Movie-ID die richtigen IDs aus Movies und Genre-ID die richtigen IDs aus der neu erstellten Tabelle Genre enthält. Jetzt haben wir eine Datenbankstruktur erstellt. Im nächsten Kapitel können wir die Dateien der Datenquelle in diese Struktur laden und die Daten in ein geeignetes Format umwandeln.